Am Cajon, Jan Stommel und als Special Guest
Johannes Imgrund an der zweiten Gitarre. Und ja, wir wollen heute mit euch Silvester feiern. Ich weiß, das ist etwas verfrüht, aber vielleicht kommt ihr so ein bisschen in Stimmung und sagt morgen... War das jetzt von dir? Um das Feeling. Bist du... Ja, ihr könnt auch näher kommen, also wenn ihr wollt. Wir wollen. Ist schöner, wenn ihr ein bisschen näher kommt. Aber tut, was ihr nicht lassen könnt. Mach ihm schöne Augen, nimm ihn mit nach Haus, gib ihm ein nach deiner Schönheit. Ertränke ihn Zuversicht und Zufriedenheit, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Und wenn du hast, unser Tau, suche nicht, finde dein Glück, denn ich weiß, du kehrst zu mir zurück. Tu, was du nicht lassen kannst, einen besseren als mich. Kommst du sowieso nicht. Tu, was du nicht lassen kannst, deinen Besseren als mich. Bekommst du sowieso. Ich weiß, dass du ohne mich nicht leben kannst. Du kannst doch nicht einmal den Videorekorder programmieren. Welche Freundin du den Freund auch ausspannst, ich kann warten. Nur nach Onanier, ihr solltet vielleicht auch zusammenziehen, damit er deine Schwächen kennenlernt. Ich habe dir so oft etwas geliehen. Erinnerst du dich an die Platte von Bern, die ich erst zurückbekam, als sie voller Kratzer war und von deinem Ohr fehltet? Erfuhr ich erst nach einem Jahr, deshalb. Bekommst du sowieso nicht. Du, was du nicht lassen kannst, deinen Besseren als mich. Bekommst du sowieso. Du, was du nicht lassen kannst. Du, was du nicht lassen kannst. Du, was du nicht lassen kannst, deinen Besseren als mich. Bekommst du sowieso nicht. Du, was du nicht lassen kannst, deinen Besseren als mich, bekommst du sowieso nicht. Vielen Dank. Was ist Kunst und was ist Provokation? Gerade Männer sind groß darin, etwas sinnlos als groß Kunst zu tun. So mancher will die Zeit zurück, als wir noch in Höhlen wohnten, als Männer ihre Frauen noch mit Höhlenmalerei entlohnten. Heute leben in Betonpalästen, Venedig aller Überflutung. Blieb den Frauen neben ihrer Monatsblutung. Egal ob in der Küche, im Salon oder im Büro, jede Frau hat an einer Wand ein Bild von Nero. Die Frauen von Nero, oh oh, die Frauen von Nero, oh oh, ob in der Küche oder im Büro, Nero, es ist einfach so. Die Frauen um Miro, oh, oh, oh.
uns an einer Wand ihren eigenen Mirodruck haben. Die Frauen und Miro, oh oh oh, die Frauen und Miro, oh oh oh, ob in der Küche oder im Büro, Miro, es ist einfach so. Ihr habt wahrscheinlich auch schon 1000 Jahresrückblicke gesehen in den letzten Tagen und vielleicht könnt ihr mal sagen, was war denn das Ereignis 2010, was euch am meisten beschäftigt hat? Lüg, was war dein Ereignis 2010? Natürlich die Veröffentlichung unserer CD, zweiten CD. 18. September 2018. 18. September 2010. Thorsten, was war dein Ereignis 2010? Lena Meyer-Landrut. Nee, war ein Witz. Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Ach Gott. Jan, was war dein Ereignis 2010? Silvester. Silvester? War noch gar nicht, oder? Und Johannes? Das brauche ich mitmachen. Oh, das geht ja los hier. Dafür habe ich bezahlt, Johannes, dafür, dass du mitmachst. Ja, das Jahr 2010 fing nicht besonders glücklich an. Am 12. Januar war dieses Erdbeben in Haiti. Da starben 220.000 Menschen. Aber das ist ein blöder Anfang. Aber ich. Jana, das nächste Lied, ja, das müssen wir so machen wie letztes Mal. Also, das ist bei. Deutschland, nee, nicht nach Deutschland sucht den Superstar, sondern bei. Das Talent hier, Deutschland sucht das Supertalent. Deutschland sucht das Supertalent. Da gibt es ja immer, also ich meine, das ist jetzt immer die, zwischen den ganzen tollen Musiken, da gibt es dann ja Backgrounds, Stories, Hintergrundberichte. Und das Schönste, was Jan mitbekommen hat, war, dass dann einer erzählt hat, also ganz traurig mit sehr theatralischer Musik. Du kannst das mal imitieren. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber bevor ich zur Schule ging, war ich Analphabet. Thank you.
Blick von dir verrät. Was dein Geheimnis schwerer wiegt als jedes Glück in dieser Welt, das tief atmet und zerfällt. Deine Tränen fließen sanft, deine Blicke bleiben stumm. Schweigen schallt durchs Zimmer aus, wirft alles andere hinaus. Wie laut du schweigst, wie still du reden kannst, wie du mir zeigst, dass Reden Silber ist und Schweigen. Vor allen Dingen um Vögel im weitesten Sinne. Schräge, schwarze, graue. Und das heißt Hausmann. Ich bleib zu Hause. Ich bin ein Hausmann, ich bleib
Weihnachten am 20. Februar 2010 zu Hause geblieben und nicht mit Margot Käßmann im Auto vorbei an der Polizei. Wer weiß es? Ja, aber Gerhard Schröder steht ja immer noch zur Diskussion, ob er dabei gewesen ist oder nicht. Ne? Aber wie kriege ich jetzt die Überleitung? Das war im Februar. Also wir gehen das ganze Jahr durch und Käßmann ist eindeutig Februar. Und vielleicht sollte man in solchen Fällen dann einfach Menschen klonen, wenn sie dann ausfallen für den Religionsdienst. Diese Überleitung. Ich habe noch nie so eine geile Überleitung. Ein Riesenapplaus für diese Überleitung, bitte. Ich halte nicht viel vom Klonen, doch in deinem Fall würde sich die Sache lohnen. Ich halte nicht viel vom Klonen, doch in deinem Fall würde sich die Sache lohnen. Die eine könnte ihre Karriere feilen, die andere das Bett mit anderen Männern teilen. Die dritte könnte die Welt verbessern und die vierte, naja, den Garten bewässern. Hauptsache ich bete das Original. Die anderen wären überall, doch die eine und einzige wäre den ganzen Tag bei mir. Ich halte viel von Klonen, doch in deinem Fall würde sich die Sache lohnen. Ich halte nicht viel von Klonen, doch in deinem Fall würde sich die Sache lohnen. Wenig genetische Reproduktion wäre für mein Leiden der gerechte Lohn. Viel Versprechen als jede Therapie ist die Molekularbiologie. Dann hast du mal wieder Zeit für mich. Wir wären zusammen nur du und ich. Und die eine und einzige wäre den ganzen Tag bei mir. Umstände der Zelle zwangen, hat die Tragödie doch erst angefangen. Mit der Fortpflanzung kam erst der Tod, die Eifersucht und die Suche nach Brut. Lasst uns wie Einzeller reproduzieren, muss man sich immer im anderen verlieren. Ich halte viel von Klonen, doch in deinem Fall würde sich die Sache lohnen. Zum März sagen, im März gab es die Oscar-Verleihung und auch wenn der Film keinen Oscar bekommen hat, ist trotzdem der erfolgreichste Film aller Zeiten, Avatar, und er setzt Maßstäbe und deswegen haben wir uns gedacht, kommen wir heute auch mal in 3D, damit ihr dieses, die Handlung ist egal, und Jan bringt sogar 1000 Special Effects, die mindestens genauso spannend sind wie dieser Film. Da steht extra drauf, nicht in die Hände von Kindern geben. So, wir switchen aber jetzt mal einfach aus dem Jahr 2010 zurück in eine Zeit, als Musik noch Musik war, als sie nicht nur Pausenfüller für irgendwelche Castingshows war, also als Musik noch eine Botschaft hatte, als Musik noch, als man mit Musik noch das Gefühl, man könnte die Welt verändern. Da wart ihr wahrscheinlich alle noch nicht geboren, ich auch nicht. 1, 2, 3, 4. Durch weite Erdbeerfelder.
Kann ich nicht aussprechen. Eyjafjallajökull, der den ganzen Luftverkehr lahmgelegt hat. Es gab den Bischof Walter Mixer, der zurückgetreten ist. Habe ich alles von Wikipedia übrigens. Also. Und Griechenland ist endlich subventioniert worden mit 45 Milliarden Euro Finanzhilfe. Und das alles. Von welchen Ländern? Von den reichen Ländern. Reichen Ländern. Bei dem nächsten Lied brauchen wir rotes Licht eigentlich, oder? Nein, brauchen wir nicht. Es muss schön kühl sein. Wir müssen wie Finanzbosse aussehen, wie Finanzhaie. Das nächste Lied heißt Reich. Yeah.
Ja, und dann kommen wir im Mai endlich zu deinem Ereignis. Am 9. Mai. Da, nee, Quatsch, das war gar nicht. Am 29. Mai, Lena Meyer-Landrut gewinnt den Grand Prix mit Satellite. Nach all den Jahren Entbehrung, die das deutsche Volk ertragen musste. Ja, und im Mai haben wir dann noch so einen Rücktritt von Horst Köhler. Wie immer. Was war das jetzt? I was everywhere for you. I even did my hair for you. I even did my hair for you. And I were just in contact. Geh mal weg. Geh mal zur Waschmaschine. Wieder so eine hammermäßige Übung, aber wir spielen es trotzdem. Ja, Waschmaschine. Ich liebe deine Kurve. Ich hatte sogar nur für dich Sex, ohne zu ejakulieren. Anfangs ging ich in den Keller, um wissen zu wollen, wie tief man sinken kann. Fasziniert saß ich dann vor der Waschmaschine und schlag mir den Schleudergang an. Ich starrte oft auf die Wäschetrommel, sie schleuderte meine Gedanken frei. Als du mich so glücklich sahst, sagst du mir goodbye. Vielleicht ist es Glück, vielleicht ist es Pech, dass du nicht mehr bei mir bist. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, dass meine Waschmaschine schwungvoll ist. Wir tun jeden Tag alles dafür, um irgendwann sorgenfrei zu sein. Ein 15 Minuten Waschprogramm, wäsch und alles weg und rein. Wasser kommt, Wasser geht, Waschmittel wird fein dosiert. Ich werde dich nicht oft vermissen, solange das Ding funktioniert. Vielleicht ist es Glück, vielleicht ist es Pech, dass du nicht mehr bei mir bist. Schlecht, dass meine Waschmaschine schwungvoll ist. Richtig flott, spritzig schnell, inhaltsvoll und ausgekocht. Lebendig rasant, schwungvoll sprüht und wenn du immer an einem Ort. Richtig flott, spritzig schnell, inhaltsvoll und ausgekocht. Lebendig rasant, schwungvoll sprüht. Maschine schwungvoll ist. Dankeschön. Man muss ja auch mal Haushaltsgeräten ein Liebeslied widmen. Stehen oft so. So, und falls sich jemand wundert, dass wir auf der zu viert auf der Bühne stehen, obwohl wir im Quartett sind, wir brauchen eigentlich Johannes nur für das nächste Lied. Er spielt es nämlich fast alleine, wenn ich nicht dabei wäre.
Achtung! Bereit? Unser Schuh. Zwischen Kubismus und russischer Avantgarde, zwischen leichten Steinen und Wolken so hart, stehst du mit deinem Funkelwind, und für Kunst ist alles zu spät. Die Schönheit, die diese Räume durchflutet, bringt mich von all den Bildern aus, denn das Schönste in diesen Räumen, im Foyer oder im Treppenhaus, ist kein Picasso oder ein nutzloser Schuh. Das Schönste in diesen Räumen bist du, bist du. Südafrika. Wahrscheinlich bringt das Jahr 2011 viel mehr, wenn wir an die Frauen denken, mit ihrem Fußball. Ja, und dann wurde Christian Wulff so nebenbei auch dann Bundespräsident. Wie ist eigentlich nochmal der andere, der alte Bundespräsident? Ich glaube, das habe ich. Nein, aber hab ich vergessen. Nicht so eine schlechte Überleitung. Ach so. Die macht nur der Marco. Die schlechten Überleitung, genau. Jetzt wollte ich, wo wir jetzt schon bei Bundespräsidentenwahlen sind. Wie heißt denn das Wort des Jahres? Wer weiß, wie das Wort des Jahres heißt? Bitte? Nein, das ist am zweiten Platz. Wutbürger. Wutbürger, genau, Wutbürger. Und das passt ja dann auch zu Christian Wulff und die Bundespräsidentenwahl. Und jetzt kommt da die Überleitung, wiederholen Sie einfach nochmal. Ach komm jetzt. Wie ist der alte Bundespräsident? Das haben wir. Yes, yes.
Fotos auf meinem Handy. Hört mich aus meinem Leben. Komisch, dass es funktioniert. Da liegen die Tasten schon seit Jahren geblieben. Da wartet jemand und schreibt. Man hustet mich vom Flughafen ab. Ich lese und überlege, wem ich meine Nummer mal gegeben hab. Das Ganze ist schon lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe dich vergessen. Doch du wartest immer noch auf mich. Ich habe dich vergessen. Du bist wohl wütend auf mich. Ich habe dich vergessen. Vielleicht ist es besser so. Denn wer so lange wartet, ist bestimmt nicht sehr froh. Vergessen! Schneegestöber und Defekte hielten wohl keinen Bruce Willis auf. Doch ich kam wohl damals noch nicht mal aus dem Haus. Natürlich hätte ich mir denken können, dass der Flughafen keine Betten hat. Warum man im Leben auch immer an den falschen Dingen spart. Warum kannst du auch das Flugzeug und keinen Intercity-Express? Ich schüttle verächtlich den Kopf und lösche deine SMS. Das Ganze ist schon lange her, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe dich vergessen, doch du wartest immer noch auf mich. Ich habe dich vergessen, du bist wohl wütend auf mich. Ich habe dich vergessen, vielleicht ist es besser so. Denn wer so lange wartet, ist bestimmt nicht sehr froh. Vergessen. Ich habe dich vergessen, vergessen, vergessen. Ich habe dich vergessen, vergessen, vergessen. Ich habe dich vergessen, vergessen, vergessen. Ich habe dich vergessen. Ich habe dich vergessen. Doch du wartest immer noch auf mich. Ich habe dich vergessen. Und du bist wohl wütend auf mich. Ich habe dich vergessen. Vielleicht ist es besser so. Denn wer so lange wartet, aber wenn man sich natürlich jetzt anschaut, was die Bundesbahn in den letzten Wochen geleistet hat, dann ist vielleicht doch nicht so, du wärst vielleicht doch nicht so klug gewesen, in den Zug zu nehmen anstelle des Flugzeugs, weil ihr zugehört habt bei dem Lied, also kann ja sein. Aber vielleicht bleibt man einfach zu Hause in dieser Stadt. Jetzt brauchen wir wirklich definitiv rotes Licht. Wir brauchen rotes Licht, sowas von rotes Licht. Ohne rotes Licht funktioniert das nächste Lied überhaupt nicht. Nimmt sich ein Taxi, fährt vielleicht in irgendein Gewerbegebiet. Ich konnte Helmut Kohl nicht verhindern, ich konnte Gerhard Schröder nicht verhindern, ich konnte Angela Merkel nicht verhindern, aber vielleicht schaffen wir es ja mit dem nächsten Lied, dem zukünftigen Bundeskanzler, wenigstens vorher schon ein wenig ins Abseits zu stellen. Ich bin ein wenig überrascht, Sie hier zu sehen. Doch natürlich kann ich Ihre Motivation letztendlich gut verstehen. Wo soll man noch hin, wenn gar nichts mehr geht? Selbst für Kino ist in dieser Stadt um diese Zeit schon längst zu spät. Sie haben ja auch immer so schrecklich viel zu tun. Wahrscheinlich brauchen Sie gar keinen Schlaf und rennen nur rum. In dieser Zeit ohne Werte und Moral. Also verraten Sie schon, mögen Sie es lieber oral oder anal. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swinger Club. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swinger Club. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swinger Club. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs.
verstehen Sie diesen Abend als Teil Ihrer politischen Selbstverpflichtung? Oder sind Sie gar hier als Minister der Verteidigung? Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, Adel und Proletariat. Also lebt man mit einer Frau, die zu allem was zu sagen hat. Ob zu degenerierten Popstars oder zur Lage der Nation. Jetzt wird es aber Zeit, denn Ihre Frau, die wartet schon. Mit klaren Werten, mutig und zukunftsorientiert. Das kommt davon, wenn man Hochmut ständig sublimiert. Und den Pöbel mit hohlen Phrasen penetriert. Weil dieses Land nach einer neuen Monarchie hungert, giert. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swingerclub. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swingerclub. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs im Swingerclub. Mit den zu guten Bergs, mit den zu guten Bergs. Vielen Dank. Dann wieder ein Ereignis, was mindestens Nordrhein-Westfalen schockiert hat, die Love Parade am 24. Juli. Und im August war dann endlich auch die Schweinegrippe zu Ende, aber neben den privaten Verlusten, die man so hat im Leben, für mich am 21. August Christoph Schlingensief gestorben und deshalb möchte ich Ihnen das nächste Lied widmen, das heißt Er trotz die Idylle. Zu erwerben ist für 8 Euro das Stück und die wir gerne nochmal verteilen würden. Hier und heute. Genau. Und im Oktober. Und jetzt. Bitte?
Handsigniert. Alles, was ihr wollt, machen wir für euch. Und dann im Oktober Nobelpreis. Weiß jemand, wer den Nobelpreisträger für Literatur ist? Ich. Ja, sag. Achso, ich bin's. Achso, du bist es. Okay, ich kann's auch nicht. Mario Vargas Llosa. Für seine Kategorie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerspruchs, des Aufruhrs und der Niederlage. Aber im Oktober ist auch dann Loki Schmidt gestorben. Jetzt haben wir kein Lied. Kein Lied für oder gegen Raucher, aber ein Lied für Familien. Mein Vater und ich, wir sprachen nicht viel, und wenn, dann wurde es laut. Sein Schweigen hatte wohl Gründe, er hatte schon viel Mist gebaut. Doch eines Abends kam er an, wollte mir die Welt erklären. Alles sei vergänglich, doch eines könne man nicht entbehren. Er sagte, Frauen kommen und gehen, Freunde ebenso. Willst du Nähe und Geborgenheit an die in den Streiche zog? Sucht man sich nicht aus, die Familie sucht man sich nicht aus. Er trank noch viel und schwadronierte, ich wusste nicht, was er wollte, bis er mir die Handfeuerwaffe unter die Augen rollte. Entscheide selbst, du hast die Wahl, gab er mir zu verstehen. Du kannst die Welt verändern oder mit dir untergehen. Er sagte, Frauen kommen und gehen, Freunde ebenso. Willst du Nähe und Geborgenheit, dann geh in den Streiche zu. Sich nicht aus. Am nächsten Tag hielt ein Auto direkt vor unserem Garten. Sie nahm in Schweigen mit, doch ihr Blick hat sie verraten. Er drehte sich noch einmal um und schloss dabei ein Auge. Ich gehe mit Stolz, weil ich an dich glaube. Er sagte, Frauen kommen und gehen, Freunde ebenso. Willst du Nähe und Geborgenheit, dann geh in den Streiche zu. Leg dein Leben, bau dir ein Haus oder mach eine Firma auf. Doch egal, was du tust, denke daran, die Familie sucht man sich nicht aus. Die Familie sucht man sich nicht aus. Dankeschön. Ja, jetzt muss Thorsten wieder arbeiten. November, ja, der elektronische Personalausweis wird eingeführt am 1. November. Barack Obama verliert seine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und wer hat das Supermodel gewonnen mit Heidi Klum? Weiß ich nicht. Du guckst sowas, ich nicht. Ich guck sowas nicht. Ja, dann weißt du es ja auch nicht, oder? Frage das Publikum. Wer hat gewonnen beim letzten Mal? Heidi Klums Mädels. War das denn im November? Das ist, glaube ich, immer. Oder? Aber die Girl Group Monrose hat sich aufgelöst im November. Ah, schön. Und der 12. Castro-Transport ist wieder auf die Schienen gegangen von Nordfrankreich mit dem Ziel Gorleben. Und da kamen auch die Wutbürger auf die Straße. Ja.
verlässlich, wenn sie sich unbeobachtet glauben, weil sie dann alle Masken fallen lassen und sich alles erlauben, was sie sonst von sich weisen würden. Menschen sind hässlich, wenn sie alleine im Auto sitzen, weil sie glauben, dass man sie nicht sieht, weil sie glauben, dass die Welt nur um sie alleine dreht. Menschen sind hässlich, wenn es wirklich um alles geht, weil sie nichts verlieren wollen und sich an alles klammern, von dem sie glauben, was sie zu Menschen macht, was sie zu Menschen macht. Thema. Spaß. Spaß. Das nächste Lied ist eine... Was soll ich dazu sagen? Lass uns jetzt und hier. Aber vielleicht
vielleicht bin ich etwas zu kleinbürgerlich, um den Spaß mitzumachen, lieber Jan. Thank you.
lauter. Ja, komm. Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schwer. Thank you.
Dankeschön. Während ihr hier seid, wisst ihr nicht, was euer Freund über euch erzählt, aber wir erzählen es euch fast. Ja, das Jahr ist fast, es ist kalt, Schnee, Jahrhundertwinter. Thorsten, geht's dir gut? Thorsten stopft sich gerade zu. Also hier herrscht Anarchie auf der Bühne. Wir haben Riesenspaß. Ja, ich frage mich gerade, wie ich nachher diese ganzen Schnitzel aus meinem Kontrabass wieder aus. Ich frage mich gerade, wo Jan jetzt den Besen erholt. Wir haben dabei 12 Uhr. Bitte nee, wir müssen uns beeilen. Wir haben noch so viele Lieder und die Zeit läuft uns davon. Wir haben ja bald 12 Uhr, sag ich ja nur. So, pass auf. Du musst gleich mal die Hütchen auspacken. Dein Wortschatz viel zu beflissen. Du wärst wahrscheinlich mehr als irritiert, beschämt oder mindestens pikiert. Ja, so viel kann ich dir verraten. Ermitt nur in deinen Weisern in Zarten. Du würdest ihn wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Darum will ich jetzt nicht alle den Tanz bemühen. Was dein Freund so über dich erzählt, möchtest du besser nicht wissen, mein Schatz. Was dein Freund so über dich erzählt, möchtest du wirklich nicht wissen, mein Schatz. Ich weiß, wie es ist, wenn alles zusammenbricht. Da braucht man neuen, nur mit einem Strich. Ich hab zufällig Zeit, ich bleibe gerne bei dir, wenn du bist auch sofort ins Gefängnis. Du kannst mir auch zeigen, dass der Unrecht hat, denn ich habe es auch gesehen, so langsam zart. Also lass dich gehen für diese eine Nacht. Dankeschön. Die Version gibt es übrigens die Hälfte langsamer auf der CD. Sollen wir wieder kein Plan mehr auslassen? Nein. Damit wir die anderen schaffen. Okay. Das nächste Lied. Das liebe ich deshalb, weil Thorsten da so viel zu tun hat. Oh Scheiße, ist das? Wenn ihr jetzt näher an uns ran wärt, dann müsstet ihr jetzt Regenschirme aufspannen. Wir distanzieren und alleine, die anderen sollen uns verehren.
Tanz. Fliegen wir uns selbst nicht weh, weder im Spiegel noch im Sand. Gehört das alles zum Programm? Kommen wir irgendwann mal an. Sie fühlt sich wie die Schöpfung ihres eigenen Planeten, vereint mit der Schwermut des Leichtathleten, mit Coco Chanel am Ende der Welt, mit Coco Chanel am Ende der Welt. Wohin sie blickt, was ihr einfällt, mit Coco Chanel. Der Blick in die Luft ist ihr einziger Trick. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Was wenn sie blickt, was ihr reinfällt. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Mit Coco Chanel. Chanel am Ende der Welt. Mit Coco Chanel am Ende der Welt. Dankeschön. Ja, und wenn man diese Jahresrückblicke sieht im Fernsehen, dann weiß man ja manchmal nicht, auf welchem Programm man gerade ist. Und man fragt sich immer das eine: Was wurde eigentlich aus dem Mann? Auf! Hier muss ich eine längere Ansage machen, weil Thorsten, glaube ich, den Kontrabass dafür braucht, ne? Oder? Und nicht geschnallt hat, dass wir in Liebe springen, ne? Ja, das hat der Lück gemacht, da kann ich ja nichts für. Du hast der Sohn unserer Freundin gekillt. Den Sohn unserer Freundin gekillt. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause, nochmal mit euren Eltern, auf der Couch. Es ist Silvester. Ihr seid noch nicht in der Pubertät. Ihr seid froh, dass ihr bis 12 Uhr aufbleiben dürft. Ihr lacht über Didi Hallervorden, Loriot, Otto Walkes. Ihr lacht sogar über Dieter Krebs und Eddie Arendt und wie sie alle hießen, die Helden unserer Jugend. Deutschland hatte gerade den großen Terror bekämpft. Die Stimmung war bescheiden und gedämpft. Jeder, der arbeiten wollte, sollte hier Arbeit finden. Man durfte sich nur nicht zu sehr an seinen Wohnort binden. Die Renten waren sicher, der Humor naiv und nett. Und der wütende Ehemann sucht immer zuerst unterm Bett. Was wurde eigentlich aus dem Mann im Kleiderschrank, der sich verlegen anzieht und höflich bedankt? Was wurde aus uns, die über so etwas lachten
und sich über die Welt keine Gedanken macht. Zu kritisieren hatte, sollte einfach gehen. So sah man Helmut Kohl vor Zivildienstleistenden stehen. Doch vor dem Fernseher war dieses Land vereint, weil in diesem Land nur im Wohnzimmer die Sonne scheint. Was wurde eigentlich aus dem Mann im Kleiderschrank, der sich verlegen anzieht und höflich bedankt? Was wurde aus uns, die über so etwas lachten und sich über die Welt keine Gedanken machten? Was wurde aus dir und mir und dem Partykeller, aus Kartoffelsalat, Frikadellen auf dem Plastikteller? Was wurde Ihr habt so viel geredet im Hintergrund. Mehr als vorne. Ja, wenn es sein muss. Okay. Sieht das besser aus? Ja, absolut. Ich hatte haben wir so mehr Spaß oder was? Jo. Ja. Wir haben Spaß. Ich habe die Luftschlangen für jemanden, der noch Luftschlangen pusten möchte. Upsala. Ihr müsst das jetzt auch machen. Sonst finden wir das als... naja, es soll Publikumsbeteiligung sein. Scheiße. Was scheiße? Das sieht aus wie mein letzter Urlaub. Das sieht aus wie die Viecher vom Strand. Genau. Wir waren nämlich zuletzt zusammen im Urlaub mit unseren Kindern. Und da sah es dann so aus wie hier. Ich hab doch keine gesagt. Du weißt es noch nicht. Vielleicht sollte ich etwas sagen, doch ich hab keine Worte mehr. Vielleicht habe ich dich mal geliebt, ich weiß nicht mehr warum. Denn deine Worte, deine Gesten werden deplatziert, naiv und dumm. Es tut mir weh, ich will dich nicht verletzen. Wahrscheinlich sind wir zu weit gegangen, wir wollten bleiben, verletzt. Unser letzter Urlaub, für Geld kann man sich alles kaufen, aber vor Strand, Meer und Sonne, da könnte jeder Scherben auf. Unser letzter Urlaub, für Geld kann man sich alles kaufen, aber vor Strand, alle Lieder so schnell heute Abend. Hast du noch was vor? Und Luke sagt, oh, geht dich gar nichts an. Die Kinder bringen uns Muscheln, die können nichts dafür. Aber da sie sich entscheiden müssen, bleiben sie natürlich bei dir. Das Privileg einer Motte, die immer über. Die Schuld hast du bei mir.
160 Stunden im Jahr. Du flirtest mit dem Kellner, merkst du nicht, wie peinlich du bist? Auf meinem Handy signalisiert eine SMS, dass irgendjemand mich vermisst. Das war überspringen, Glück, oder machen wir weiter so, ja? So, denkt an den Refrain, Leute. Lasst mich nicht im Stich. Was denn? Bei was denn? Bei, ich war nicht dabei. Ich auch nicht. Yeah.
mit seinem. Das kannst du, das ist abgespannt. Ja, sie hat schon abgespannt. So, seid froh, dass ihr dort steht und nicht hier. Aber ihr werdet heute noch auf eure Kosten kommen. Keine Angst, ihr.
So, wir haben natürlich noch. Wir haben 30 Silvesterlieder geschrieben, weil wir dachten, ihr freut euch darüber. Und dann haben wir uns auf eins geeinigt. Das heißt Neues Jahr. Zwei Lieder spielen. Ich glaube, wir wählen richtig für euch. Das nächste Lied heißt Ein Mann von meinem Format. Spucke, Sabber und Sau. Erzähl euch, dass ich eine Enttäuschung bin. Erzähl von meinen Marotten und von meinem Doppelkick. Ein Mann von meinem Format verlangt
Dankeschön. So, das wäre ein Silvesterabend ohne neben Abschied, Brüder. Damit ihr euch nicht so deplatziert vorkommt, gehen gerade Blätter rum. Alle mitsingen. Das ist Volksgut. Das ist gemeinfreie Musik. So, unser letztes Lied. Wir gehen jetzt nicht von der Bühne. Und wenn euch das Konzert gefallen hat, dann singt doch jetzt einfach mit. Okay? Und wenn nicht, dann auch. Oder tut so. Okay. Seid nett. Zu feiern, dann bleibt noch ein bisschen hier. Wir freuen uns auf euch und ansonsten schönen Abend noch. Danke fürs Kommen.